Heute schwingen wir uns hoch in die Lüfte. Unser heutiges Bild besteht nur aus horizontalen, schwarzen und braunen Linien. Ganz sicher? Denn beim genauen Betrachten kannst du kleine Wellen entdecken. Und wenn du noch genauer hinschaust, kannst du sogar Menschen erkennen. Andreas Gurski hat ein Spargelfeld mit Arbeitern fotografiert. Leicht zu erkennen ist das nicht. Denn der Spargel ist mit schwarzem Plastik überspannt, damit der Spargel schneller wächst. Aber der Titel des Bildes kann uns einen Hinweis geben, denn Belitz ist der Name einer Stadt, die für ihren Spargelanbau berühmt ist. Andreas Gurski hat einen besonderen Blickwinkel für seine Fotografie gewählt. Er hat aus der Luft, aus der sogenannten Vogelperspektive, fotografiert. Andreas Gurski spielt mit der Idee, aus etwas Konkretem, also aus etwas, das es wirklich in der Welt gibt, etwas Abstraktes, das nur aus Formen besteht, zu schaffen. Gurski ist Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf. Diese Kunstschule kennt er sehr gut, denn er hat vor vielen Jahren selber dort studiert. Sein Professor war Herr Becher und die Studenten von Herrn Professor Becher, darunter auch Gurski, haben die Düsseldorfer Fotoschule gegründet. Die Düsseldorfer Fotoschule wollte Fotografien machen, die die Welt in einer kunstvollen Weise dokumentieren, also ganz sachlich auflisten. So zeigen Gurskis Fotografien Ausschnitte der Welt, die etwas Konkretes darstellen. Aber durch die Vogelperspektive wird unser Bild mehr als zu einer Dokumentation, nämlich zu etwas kunstvoll Abstraktem, das scheinbar nur aus Form besteht, aber eben nur scheinbar.